Wie war das Spiel bis jetzt für dich und was war dein persönliches Highlight? Dass das nicht ausgegangen ist, war das Highlight und ja, das Spiel war eigentlich ganz okay, bis auf die eine Fehlentscheidung. Das Highlight war eigentlich, wofür er den Elfmeter bekommen hätten müssen. Naja, der Stromausfall war natürlich cool, aber das Spiel an sich war eigentlich ganz gut. Wir müssen mehr aufbauen und unsere Chancen reinmachen. Ja, also ich glaube stolz an Fürth, dass sie noch aufholen werden, weil in der ersten Halbzeit waren die deutlich besser als der Gegner, finde ich. Also ich finde, also vielleicht wird es ein Unentschieden, aber zum Gewinnen wird es eigentlich schwer, wenn sie weiter so spielen. Wir müssen unsere Chancen reinmachen und vielleicht noch einen Stürmer reinbringen und dann geht's. Softhand Stieber, weil er gut ist. Also den Florian Trinks, den mag ich ganz gern. Den fand ich jetzt bei dem Spiel noch nicht so toll, aber naja, vielleicht wird es ja noch was. Der Stieber, weil er halt einfach gut ist und ja, gut spielt. Mein Lieblingsspieler ist der Wolfgang Hesel. Florian Trinks, weil er richtig stark spielt und er verlagert auch das Spiel schön.